Das ist ein Team, was ich jetzt mal probiert habe. So Android-Setup, Fernangriff, sehr stark fernangriffsorientiert. Ach, hab's ja gerade leider gesehen. Ich habe Koop-Ausrüstung von ihm immer noch nicht, aber das habe ich die Tage gerollt bekommen. Das ist echt gut. Kann man gerade farmen. Mal gespannt. Ich habe die Gammas doch mitgenommen. Falls ich keinen Strength roten Gegner habe, könnte man mal hier mal da mitnehmen. Und weil der Lila Set könnte auch aufs Mal bekommen. Ansonsten hätte man ihn Double sein Kai buffen können. Aber schauen wir mal, wie das Team sich so macht. Also hier bringen wir die Gammas safe nicht mit. Ja, es laufen halt schon immer noch Doppel-Rot-Setups rum. Deswegen könnte man entweder Cell-Double-Senkai-Waffen oder 17. Jetzt habe ich hier einen Senkai-Waffen nur für 17. Je nachdem, wie man das halt sieht. Aber manchmal echt, wenn man Gammas mitnehmen kann, macht es schon noch Spaß, mit denen zu spielen. Oh, nice Hunt. Nice, super 17. Hard enough, ey, wirklich. Der Typ, ey. Super 17 ist kaputt, Leute. Sagt euch, wie es ist. Boah. Das Ding ist, du darfst auch eigentlich gegen Super 17 nicht switchen, ne? Weil er Karten zieht. What? Weißt du was? Ich hau einfach das raus. Mir egal, einer davon wird schon gut Damage kassieren. Ja, der zum Beispiel. Never. Schlag blau versiegelt und ich gehe einfach drauf. Aber freilich. Ich gehe einfach drauf. Na klar. Lass dann RL versiegeln. Dann hat nicht. Der hat die Karte zerstört. Der hat mich aus dem Konzept gebracht. Aber. Was ist das? Was ist das für ein Charakter? Boah. Der ist so dumm als Charakter einfach nur. Das ist unglaublich. Und da ist er als Gegner. Ich find's echt dumm. Ich verstehe das immer noch nicht. Wahrscheinlich haben sie es wegen Preparation Mode gemacht. Warum tun die Gammas nicht mal Typen umkehren? Beide sind gelb. Zumindest wenn der Typen umkehren würde, hätte man ihn mitnehmen können. Aber ich verstehe das so wirklich nicht, wieso sie das so gemacht haben. Weil der. Hä, oder warum die nicht zwei Typen haben? Die sind einfach komplett gelb. Ja, der hätte eigentlich die Grüne kommen müssen. Kam aber nicht. Okay, eins ist weg. Ich würde gerne Cell raus. Ja, nehme ich auch noch. Und dann können wir raus. Back. So. Problem ist, wenn Super 17 kommt, ich darf halt nicht wechseln. Und da tankt für mich ein GT Goku besser. Als MVP 17. Deswegen, ich finde das GT Setup wirklich richtig gut. Und wir haben einfach wieder die Leiste und Super der Inkswechsel. Muss man den Charakter verstehen? Ich weiß es nicht. Muss man den Charakter verstehen? Verdammt nochmal, beim besten Willen, ey. Boah. Natürlich kein guter Switch, aber geh gleich einfach raus.
Aber ich wollte ganz zurück. Keine Ahnung, wieso das nicht funktioniert hat. Der ist festgesetzt und hat keinen Dodge. Nein, Leute, nein. Nein, Leute, nein. Einfach. Der ist bei mir nur auf 4 Sterne. Ich habe ihn auch einmal gezogen und dann 200 Multiplikatoren reingetan, dass er quasi auf 4 Sterne. Der ist nur auf 4 Sterne. Was passiert denn, wenn er auf 2 Sterne rot ist? Das, oder auf 7 Sterne rot, Logo. Schau mal, hier haben wir keinen Strength-Gegner, ne? Rot-Gegner. So viel Dokkan gezockt. Hier haben wir keinen roten Gegner. Also, Vegeta wird er auf jeden Fall nicht mitnehmen. Das heißt, wir könnten die Gammas mitnehmen. Weil auch einen gelben. Also eigentlich, ich weiß, was der mitnimmt. Ich könnte so Farben kontern, außer ich habe keinen grün. Ich hätte eigentlich Lust auf die Gammas. Wir könnten so rangehen eigentlich, ohne M417. Wir können aber auch M417 mitnehmen. Ich kann halt als Rising Rush Futter dann Cell und Cell hätte ich gegen Gogeta. Lass uns mal zur Abwechslung so reingehen, würde ich sagen. Warum nicht? Was ist das? Habe ich eigentlich angetippt? Achso, ist es wegen dem Leader? Ah, okay, das sehe ich auch zum ersten Mal. Nee, alles gut. Das passt, das passt. Gehen wir mal so rein. Gammas. Mal gucken, ob wir mit dem was reißen können. Würde mich schon freuen. Definitiv. Wenn wir die auch mal zur Schau stellen. Der sagt einfach, yo, Junanago. Change da. Der ist so cool. Der ist so cool, verdammt. Boah, Cell macht einfach Minus Damage. Cell hat einfach Minus Damage gemacht, Jungs. Oh, okay. Change da. Ah, ich hätte changen müssen, ich hab's gesagt. Warum macht er so viel Schaden? Hallo? 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 Warum macht er so viel Schaden? Oh, ich dachte, ich könnte changen. Muss aufpassen wegen RR mittlerweile. Oder ja, das hat der Kluggurte gut gemacht, tatsächlich. Das war stark von den Gammas.
Ja, Mann, guck mal, funktioniert doch. Funktioniert noch, geil. Wenn man mal nicht gegen den roten Gegner kämpft. Let's go. Ich finde, also, ich habe ja das GD-Setup auch schon gespielt und ich muss wirklich sagen, das ist krass. Ich finde Super 17 mit gepaart mit GT Goku sehr, sehr geil. GT Goku ist sehr tanky. Wenn er reinkommt, ignoriert auch Super der X-Wechsel. Bula ist wirklich auch sehr, sehr gut im Team. Subcounts sind richtig runtergesetzt. Funktioniert wirklich richtig gut, finde ich. Also Bulla haben die auch gut gemacht als Supporter so. Gibt mir ein bisschen so Vados-Vibes von 2024 jetzt. Bleiben einfach drin, passt schon. Füllen die Leiste wieder komplett, ziehen Karten und zahlen sofort. Auch wenn mit Typen nach draufballern die ganze Zeit. Will ich doch nicht sofort aktivieren. Sein Snipe. Macht aber gut Damage. Okay, da sind wir raus. Ich bin extra nach vorne, dass ich ihn untap, weil er kann es ja offensichtlich anders dodgen. Also bisher war es dodgen, sondern seine einzigartige Leiste aktiviert ja diese Effekte nicht. Jetzt hat er wieder seine Leiste voll, aber. Das war ein knappes Ding. Aber eigentlich drauf getappt, deswegen habe ich so kurz gezögert mit dem, was ich sag. Boah, wir haben Super 17 mit zwei gelben Karten. Oh mein Gott. Ja, da muss das switchen. Dieser Charakter, seine Leiste fühlt sich viel zu schnell. Tut mir leid, aber das ist so unfair. Das ist so unfair, wirklich. Boah. Ja, ich dachte mir, dass er daran kommt, weil er wahrscheinlich nicht weiß, wie es sehr funktioniert. Gute Oh, hoffentlich trifft das. Hat getroffen. Und ich habe wieder die Leiste. Boys, was ist das für ein Team? Was ist da los, ey? What the heck? Boah. Nein, nein, nein. Boah. Weil der hat noch seine Endurance. Oh mein Gott, noch richtig gut und schnell reagiert, ey. Das ist einfach nur auf 4 Sterne, Alter. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be.